Herzlich willkommen zu Let's Play Black Ops Multiplayer. Ja, was ist großartig zu sagen? Ich denke mal, jeder kennt das Spiel, jeder hat es gesehen, jeder weiß, wie es funktioniert. Und, Punkte, die wir nochmal bearbeiten. So. Ja, wie gesagt, ist der Nachfolger von Black Ops 1. Kam nach MW3 raus. Und habe ich jetzt mal gedacht, ich fange es mal an zu Let's Play. Bin auch schon ziemlich weit. 1,41er KD und eigentlich spiele ich immer ein bisschen besser, wie man hier sieht. Aber es ist ja halt schwer, die Death und die KD dann wieder hochzuarbeiten, wenn man ungefähr schon am Anfang ziemlich ein bisschen unter 1 war, 1,09. Aber ging ziemlich, was laber ich hier eigentlich? Es ging sehr schnell bei mir hoch. Ja, das Messer habe ich schon auf Gold und Diamanttarnung, aber ihr werdet noch weitere Waffen auf Diamant, Gold sehen. Das ist jetzt nicht sehr speziell bei mir gerade. Und ja, es war schon sehr, sehr anstrengend, die Schickum auf Gold zu leveln. Weil, ja, wie gesagt, das ist eine sehr schwierige Waffe. Dreierschusswaffe. Und da haben wir den ersten Camper. Da haben wir den nächsten. Da war noch einer hinter. Yep. Oh, geh doch drauf. Oh, von hinten. Ja, das ist... Mein Teamkollegen gucken mal wieder zu. Aber 3-1 ist nicht so schlecht. Schon oft ein Lodestar gehabt. Oh. Ja, das verstehe ich nicht. Ich bin hinter der Wand. Und er bekommt mich noch. Also, das ist schon sehr, 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 sehr komisch. Ich mute erstmal ein paar. Beim Laufen. Ach, Bravo verlieren wir. Kommt. Gerade. Oh Gott. Alter, da sind wir hier wieder die über das neue DLC reden. Und nein, ich werde mir nicht den Season Pass holen. Weil ich einfach. Oh Gott, dieses Spiel nicht mag. Und ja, ich bin sowieso eher ein Fan von Battlefield. Sag bloß, er hat meine Waffe. Da seht ihr mal meine Waffe gegen meine Waffe. Also, ich bin ein Battlefield-Fan, habe ich ja gesagt gerade. Weil es einfach mehr mit Taktik zu tun hat und eigentlich viel, viel besser ist von den Servern her. Wir hier sind ab zum Teil die Server echt ausgelastet. Ja, kurz davor. Ich finde das so eine Schweinerei, dass der meine Waffe geklaut hat und damit dann jetzt rumläuft. Alpha, ist Alpha gesichert, alles klar. Punkte nicht mehr mitbekommen. Ja, lass mich doch mal hier durch. Und ja, ich habe schon Orbits und Lodestar bekommen. Boah Gott, das schießt. Snipt doch schon einer. Aber es ist immer so, sage ich jetzt mal, immer unterschiedlich, ob ich die bekomme oder nicht. Ich kann auch gleich mal ein bisschen snipen, aber dann bin ich eher passiv hinten und nicht aktiv mit nach vorne. Ich wollte gerade schon denen helfen. Nämlich zwei. Ich höre da irgendwas laufen, aber nee, das sind unsere. Alles klar, gehen wir mal hier. Da ist nämlich einer. Den haben wir mal eiskalt genifront. Brauche eine Drohne. Ah, danke. Aber ist auch klar. Lauf doch noch mehr weg.
Der trifft ja gar nichts und ich treffe auch nichts. Den da hole ich mir aber. Kurzer Leck. Drohne, direkt reinhauen. Wir haben noch 40 Sekunden. Zack. Den nächsten. Es ist ein knapper Kampf. Oh Gott, Junge, war es knapp. Auf der MP7 habe ich keinen Laserpointer. Hier habe ich einen Laserpointer drauf. Das ist auch bei mir immer unterschiedlich. Immer blutrünstig geschafft, nachladen. Dann habe ich sogar den Last Kill. Wow, Gott. Also ich glaube zumindest, dass ich den Last Kill habe. Aber wir haben wieder einen weniger im Team. Das finde ich auch immer klasse, wenn die rausgehen. Yep, da habe ich den Last Kill. Eigentlich nur gesprayt. Also ist nichts Großes. Weil mit der Skorpion, da kann man eigentlich nur zum größten Teil sprayen. Weil die auch so ein bisschen Rückstoßheft hat. Ich habe die mir aber auch nochmal anders eingestellt mit einem Schalldämpfer drauf. Und dann hat die nicht so viel Rückstoß. Aber so spray ich gerne mal mit der Waffe rum. Kommt ja noch über die Seite. Sieht nicht so aus. Nein, 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 bitte nicht. Boah, Alter. Da, das meine ich, das meine ich. Mein Team ist wieder raus und ich bin wieder alleine und dann kommen die wieder von allen Seiten und ich habe meinen Orbit dann verkackt. Das finde ich einfach auch echt heftig, wenn welche Leute reinkommen, sehen irgendwie, dass die Gegner mich dreimal killen, ich habe 0-3 am Anfang direkt, ach komm, gehe ich mal raus, weil ich meine KD nicht verhauen will. Aber es ist ehrlich gesagt besser, drin zu bleiben, seine KD noch so weit wie möglich zu retten. Und das Beste draus machen halt. Wie gesagt. Wenn man viele Death hat, aber dafür auch ein paar Kills, dann sinkt die KDR. Als wenn man. Alter, das ist mal Skill. Na komm, du brauchst nicht auf mich schießen, ich bin bei dir. So. Und dann habe ich nämlich schon mal 200 Punkte wieder mehr. Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Weiß nicht, manche Leute sagen zu mir, ich hacke. Wollen mich dann reporten, was weiß ich. Könnt ihr ja machen von mir aus, habe ich kein Problem, ehrlich gesagt, mit. Oder dann eine Dragonfire. Hab ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Hat sich doch hier irgendwo hingelegt. Zack. Einmal Orbit rein. Hi. Hey, Buddy. Zack, da haben wir schon meine erste Loadster. So. Also, das sieht aber echt mal. Da ist einer. Das gibt's nicht. Wie treffe ich den denn nicht? Der wollte gerade bei mir reinrennen. Zack. Zack. Jetzt noch eine Kacke angehabt. Bin ich gestorben? Nein, bin ich nicht. Auf dieser Map ist das ein bisschen doof zu haben, ne? So eine, hier, wie heißt
Nutzt da. Bringt nicht viel, weil hier so ein fetter Turm ist auf Meltdown. Den finde ich richtig dumm gemacht. Schön mitten da. Und da, Alter, einfach gesprayt wieder. Ja, toll, schön, wenn das Spiel laggt. Finde ich auch immer wieder klasse. Hacklitschen. Finde ich auch wieder klasse. Vor allen Dingen mit, ja, ich sag jetzt nicht gegen Zielsucher, Leute, aber ich find's ein bisschen kacke, wenn man auf einem Hardcore-Server bei Sprengkommando in dem Haus gammelt. Ehrlich gesagt. Zack. Zack. Haben wir wieder den Last Kill. Nehmen wir mal nicht mehr ein. Ich wette. Ja, da macht er den letzten. Ja, ich wollte da gerade hochgehen. Aber egal, nicht schlimm. Da. Dum, 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 dum. Jo, ich verstehe das nicht, warum man seine Kaliber 40 da rausholen muss für. Das verstehe ich wirklich nicht. Aber ist ja auch eine andere Sache. Das war jetzt erstmal eine Runde Herrschaft mit mir. Ich werde mir auch noch ein paar andere irgendwann mal reinholen, damit die mitspielen können. Und wenn ihr wollt, kann ich auch mal meine ganzen Klassen hier nochmal zeigen. Das. Aber müsst ihr dann in die Kommentare schreiben, dann tue ich es auch. Und ja, dann bis zum nächsten Part.